Ja, liebe Fußballfreunde, Landesliga Fußball Live, schönen Samstagnachmittag von der Sportanlage hier in Bezau. Heute ist wieder Fußball live angesagt mit Ländle TV auf VOLAT. Der FC Bezau ist zu Gast und trifft im Landesliga Wälder Nachbarderby auf den Hausherrn, den VfB Bezau. VfB Bezau und FC Bezau, also hier von der Sportanlage in Bezau. Ein Wälderderby, das die Massen lockt, so auch heute wieder. Wenn der Aufsteiger in die Landesliga der VfB Bezau zu Hause auf den Nachbar aus Bezau trifft. Das Ziel beider Teams in dieser Schlagerpartie, den Fußballfans ein begeistertes Spiel zu liefern, das ist das klare Ziel. Reinspaziert zum Wälderderby in der Vorarlberg Landesliga zwischen dem VfB Bezau und dem FC Bezau. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, nachdem wir alle technischen Probleme beseitigt haben, sind wir jetzt live hier pünktlich zu Spielbeginn und wir werden Sie natürlich zu den Informationen natürlich weiterhin informieren. Wir werden Sie weiterhin bereits über den neuesten Stand hier am Sportplatz in Bezau informieren. Also wie gesagt, Wälder Nachbarderby zwischen dem VfB Bezau und dem FC Bezau. Ja, und wir kommen zu den Aufstellungen der beiden Teams. Der VfB Bezau beginnt im Tor mit der 13. Hussein Botic mit der 4. Martin Feuerstein. Die 6. Benjamin Fröwis mit der 8. Der kickende Obmann Florian Sutterlütti mit der 12. Florian Dünser. Die 14. trägt Christoph Hager. Mit der 19 Daniel Natter, mit der 20 Karl Moosbrucker und mit der 23 Andreas Egender und die 24 Tobias Fröwis und die 25 Daniel Fröwis. Dies also die Startelf vom VfB Bezau. Ja,
Ja, und hier noch die Startelf der Gäste aus Bizau im Tor mit der 1 Mark Gasser. Die 5 Michael Zwischenbrucker, mit der 6 Dominik Kirchmann, mit der 9 Abdul Kerim Kalkan, die 10 Philipp Hörmann, mit der 12 Patrick Pilgeri, mit der 13 Manuel Palkovic, die 14 trägt Tobias Moosbrucker, mit der 17 René Schädler, mit der 21 Simon Pöll, die 24 Dominik Hellbock. Das ist die Startelf des FC Bizau. Was wir Ihnen noch schuldig sind, das ist das Schiedsrichtertrio. Geleitet wird die Partie von Anel Beganovic, assistiert an den Linien von Kemal Nesimovic und Ismail Aktuna. Und nun viel Spaß, viel Vergnügen beim Wälder Landesliga-Derby zwischen dem Wälderhaus VfB Bizau und dem FC Bizau.
die Halbzeitpause wohl wieder nutzen, um die Nachwuchsmannschaften inklusive Trainer vorzustellen. Das Miteinander und Füreinander zwischen den beiden Vereinen soll nicht unerwähnt bleiben. Im Sommer 2007 startete der Wälderhauslauf in Wetzau und der Kaufmann-Baustelle der FC Wetzau sowie der FC Velo das gemeinsame Nachwuchsprojekt FNZ Winterwald. Diese gemeinsame Nachwuchsförderung soll den Kindern und Jugendlichen nicht nur Freude, Spaß und Fußball Bewegung bereiten, sondern auch sie auf den Bezug auf Toleranz, Fairness, Integration und Teamgeist für ihr weiteres Leben schulen. Viele dieser Kinder und Jugendliche sind bis heute als aktive Spieler, engagierte Mitglieder oder begeisterte Zuschauer den Vereinen treu. Herzlichen Dank. Ja, wir haben Halbzeit hier auf der Sportanlage in Wetzau. Halbzeit im Landesliga-Wälder-Derby zwischen dem Wälderhaus VfB Bezau und dem FC Bezau. Und der Halbzeitstand ist 0:0. Und wir haben ein wenig Werbung für Sie. Feinste Merino-Wolle und Handwerk. Mehr brauchen wir nicht in der letzten Sockenstrickerei Österreichs. Wir machen Socken, in denen du draußen arbeiten kannst. Socken, die wie von selbst wandern. Natürlich auch welche fürs Büro. Und zum Kuscheln. Wir bei Bolter machen Socken für alle. Auch für dich. Gasthaus Adler in Sulz. Lassen Sie sich von unserer gutbürgerlichen Küche verwöhnen. Saisonale Gerichte immer frisch zubereitet und das 7 Tage die Woche. Ein gemütliches Ambiente für Jung und Alt lädt zum Verweilen ein. Eben ein Gasthaus für jedermann. Gasthaus Adler in Sulz, direkt bei der Frutzbrücke. Wir freuen uns auf euch. Die neuen Fußballartikel sind da. Aktuelle Modelle und trendige Farben gibt es bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn. Wilhelmer Teamsport, dein Partner in Sachen Fußball. Das folgende Spiel wird Ihnen präsentiert von Admiral. Soweit also in Sachen Werbung und wir haben weitere Fußballergebnisse für Sie. Kommen wir zuerst zur Regionalliga West. Sommalber Schwender gegen Kitzbühel, Endstand 2:2, dabei gaben die Alba Schwender einen 2:0 Vorsprung aus der Hand. Grödig gewinnt gegen Walz-Grünau mit 2:1. Wacker Innsbruck-Kufstein steht 0:0. Der FC Hart führt gegen Schwarz mit 1:0. Dornbirn gegen Anif steht 2:2. Saalfelden gegen St. Johann 0:0. Und die Altacher Amateure, sie führen in Wörgl mit 0:2. Und kommen wir zur Landesliga. Das sind heute 2 weitere Partien. Meiningen
gewinnt gegen Schruns 4:0. Peterdach Koblach gegen Geisau steht es 0:1. Und Lochau gewinnt gegen Sulzberg mit 5:4. Und noch die Zwischenstände aus der Vorarlbergliga. Amira Dornbirn gewinnt gegen Schwarzach mit 3:0. Der FC Langeneck gewinnt in Fußach mit 4:0. Wolfurt führt gegen die Lustenauer Austria-Amateure mit 2:1. Lautrach Feldkirch 0:0. Und Heller DSV gegen Handelsbuch 1:0. Soweit also die Zwischenstände von den anderen Sportplätzen. Ja, und wir sind wieder live hier in Bezau. Versuchen immer wieder die technischen Probleme in den Griff zu bekommen. Und wir lassen sie mit den Bildern aus dem Stadion alleine bis zu Beginn der zweiten Spielhälfte. Schneider Kaffee, Kaufmann Moritz, Laube, Kaffee Meier, Neusling Klo,
Ja, und während die beiden Mannschaften langsam wieder aufs Spielfeld kommen, vielleicht noch eine ganz interessante Information für Sie. Das letzte offizielle Spiel gegeneinander zwischen den Nachbarn Betzau und Bietzau, also in einer Meisterschaft, das war vor 21 Jahren hier. Und zwar im Rahmen der Bregenzer Waldliga gespielt wurde hier in Bietzau und damals gewann der FC Bietzau mit 4:0, Halbzeit 2:0. Und ganz interessant ist, dass der Co-Trainer des VfB Bietzau, der Rudi Meusburger, der stand damals in der Elf der Bietzauer, und der sportliche Leiter aus Bietzau, der Alex Schwärzler, der stand im Kasten der Bietzauer, also der stand im Kasten der Bietzauer damals, also 4:0 gewann Bietzau vor 21 Jahren, 4 Monaten und 4 Tagen hier beim letzten offiziellen Spiel in Bietzau. Ja, und die beiden Mannschaften nehmen Aufstellung. Und in Kürze beginnen wir mit der zweiten Spielhälfte im Spiel Wälderhaus VfB Bietzau gegen den FC Bietzau. Wir wünschen viel Spaß, viel Freude, viel Vergnügen bei der zweiten Spielhälfte im Wälderderby in der Landesliga. Wälderhaus VfB Bietzau gegen den FC Bietzau. Und vor mir zieht sie eine Dame an. Anfeuern, dann ist nicht so kalt. Ja, und noch was, was ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, das ist die Zuschauerzahl. Über 800 Fans hier auf der Sportanlage in Bietzau beim Wälderderby. Wälderhaus VfB Bietzau gegen den FC Bietzau. Und soeben hat Schiedsrichter Hanel Bekanovic die zweite Spielhälfte angepfiffen, und wir wünschen Ihnen viel Spaß, viel Vergnügen, viel Dramatik und hoffentlich ein paar Tore. Wälderderby, Landesliga, Underdog, VfB Bietzau gegen Titelfavorit Bietzau. Ja, die beiden Mannschaften sind unverändert aufs Feld gekommen in der zweiten Spielhälfte, und die Heimischen der VfB Bietzau in grün-weiß von links nach rechts. Thank you.
Tor hier in Bezau. Tor für die Gäste aus Bezau. Neuer Spielstand in der 50. Spielminute. 0:1. Energischer Vorstoß auf der rechten Seite von Philipp Hörmann. Legt ideal auf für die Nummer 9. Legt ideal auf für Kerim Kalkan. Und es heißt 0:1.
In der 60. Minute hat der VfB, der Wellerhaus VfB, Pezau gewechselt, aus dem Spiel mit der 19 Daniel Natter, neu im Spiel mit der 22 Lien Zwischenbrucker. Und noch ein Wechsel beim VfB Beza aus dem Spiel mit der Nummer 8 Florian Sutterlütin, neu im Spiel mit der 15 Mario Hager.
72. Spielminute. Der FC Pietzau wechselt aus dem Spiel. Mit der 14 Tobias Moosbrucker. Für ihn kommt mit der Nummer 19 Thomas Schwarz. Für die Musik zuständig das DJ-Duo Kotze, Schutterlüppi, Samuel und Peter Tobias. Dann möchten wir uns noch als befolgten Spielsponsoren bedanken. Auto Weißburger, Soxbox und Café Cäsar. Thank you.
Spielerwechsel beim FC Pizza aus dem Spiel mit der Nummer 10 Philipp Hörmann, neu im Spiel mit der 23 Demir Zverovic. Thank you.
Thank you.
91. Spielminute. FC Bietzau wechselt zum dritten Mal aus dem Spiel mit der 21. Simon Pöll, neu im Spiel mit 31. Gianluca Fink. Spielminute, Tor hier in Bietzau und neuerlich trifft der Gast und der Torschütze, der war die Nummer 23, Demir Zaferovic, erhöht in der 93. Spielminute also auf 2:0 und macht den Sack endgültig zu und Schlusspfiff hier in Bietzau. Der Favorit aus Bietzau gewinnt gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Heimteam vom Wellerhaus VfB Bietzau mit 2:0. Halbzeit 0:0. Torschützen wie in der 50. Minute 0:1 Kerim Kalkan. In der 93. Minute 0:2 Demir Zaferovic. Der FC Bietzau bleibt damit weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Wir dürfen Ihnen noch die weiteren Schlussergebnisse geben, und zwar aus der Regionalliga West. Halberschwende, Kitzbühel 2:2, Grödig gewinnt gegen Walz, Grünau 2:1, Wacker Innsbruck 2:1, Sieg gegen den FC Kufstein, Hart und Schwarz trennen sich 1:1, 2:2 endet die Partie, Mohren Dornbirn gegen USK Hanif, Saalfelden und St. Johann trennen sich 0:0 und Wörgl unterliegt zu Hause den Altacher Amateuren mit 0:3. In Seekirchen steht die Partie zwischen Seekirchen und World of Jobs VfB Hohenems 1:1. Wir kommen zur Landesliga. Geisau gewinnt in Koblach mit 1:0. Meiningen gewinnt gegen Schruns 4:0. Lokau 5:4 Sieger gegen den FC Sulzberg. Und wie gesagt, hier Kaufmann FC Bietzau gewinnt im Wälderderby gegen Wälderhaus VfB Bietzau mit 0:2. Und kommen wir noch zur Vorarlbergliga. Admira Dornbirn, Schwarzach 3:0. Fussach gegen Langeneck 0:4. Wolfurt gewinnt in Lussenau gegen die Austria Amateure mit 2:1. Feldkirch und Lautrach steht 0:0. Dornbirner SV gewinnt gegen Andelsbuch mit 2:1. Und in der Bundesliga, da steht es zwischen Puntigammer Sturm Graz und Cashpoint SC Altach 0:0. Ja, das war's für heute, geschätzte Damen und Herren. Wir dürfen Sie noch einladen zu den nächsten Livestreams. Die nächsten Livestreams, die sind dann bereits. Die nächsten Livestreams, die gibt es dann bereits am kommenden Wochenende, am Samstag. Am Samstag ist übertragen wir aus der Landesliga von aus Ludesch ab 16 Uhr SV Ludesch gegen den FC Schruns. Am Sonntag dann Regionalliga West, Ländle Derby zwischen
SC Altach Amateure und dem FC Alba Schwende live ab 15 Uhr. Also das sind die nächsten beiden Livestreams und für heute bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Interesse. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dem Wälder Derby Amateurfußball vom Feinsten präsentieren durften. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Samstagabend und einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut, haben Sie es fein. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt Fußball Live mit Ländle TV auf Voller T. Danke, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.